Glaubt nicht einem jeglichen Geist. Warum und wozu die Geister unterscheiden? Eine biblische Grundlegung. Zunächst ein Vorblick über das, was uns hier erwartet. Nach einer aktuellen Hinführung über die künstliche Intelligenz beschäftigen wir uns mit den biblischen Grundlagen zum Thema. Recht ausführlich zum 1. Korintherbrief und zum 1. Johannesbrief, wo ausdrücklich das Prüfen genannt wird. Und schließlich eine zeitkritische Anwendung und eine Zusammenfassung mit Prüffragen oder Testfragen zur praktischen Unterscheidung der Geister. Die aktuelle Hinführung erstens. Noch nie war die Unterscheidung von wahr und falsch so schwierig wie in den Zeiten von ChatGPT. Die künstliche Intelligenz täuscht einen echten Partner vor, der perfekte Sätze spricht, inzwischen selbst Bilder und Kompositionen nicht nur beschreiben, sondern auch deuten, ja selbst herstellen kann und auf jede Frage etwas mehr oder weniger Einleuchtendes in ganzen Sätzen, ja in einem ganzen Aufsatz zu präsentieren weiß. Das reale Leben, liebe Freunde, verschwindet auf diese Weise hinter einer glänzenden Fassade von Intelligenz, die uns sanft in die gewünschte Richtung der Programmierer bewegt. Ob Beziehungen zwischen echten Personen oder zwischen Personen und Computern stattfinden, ist oft gar nicht mehr klar. Ich erhalte inzwischen bei den sozialen Medien Freundschaftsanfragen von angeblichen Menschen, die aber nur als computergenerierte Profile existieren. Noch kann ich sie anhand gewisser Merkmale erkennen. Seltsam ähnliche und kurze Vor- und Nachnamen, ein ähnliches Bildergemisch, eine gewisse Imitation meiner eigenen Vorlieben. Von Computern erschaffene Personenprofile aber überschwemmen die sozialen Medien, beginnen vernünftige Fragen zu stellen. Interessierst du dich für XY? Bist du verheiratet? Und so weiter. Sie überschwemmen die sozialen Medien und sie streuen auch Nachrichten. Sie streuen tendenziöse Nachrichten und beeinflussen Stimmungen und Wahlen und das in nicht geringem Ausmaß. Tests zeigen, dass die neue künstliche Intelligenz ganz und gar nicht neutral agiert, sondern in verschiedenen ethischen und politischen Fragen eindeutige Vorlieben hat. Man hat das bei Fragen und Antworten zu den Themen Homosexualität, Gender, politische Links- oder Rechtsorientierung ausgetestet. All das ist gut dokumentiert. So wird Sinn, so wird ein Verständnis ganz neu und anders generiert. Sinn wird nicht mehr als gegeben genommen von der Kultur, von den Eltern oder von Gott. Sinn wird jetzt simuliert und konstruiert. Ich kann in einen unendlichen Dialog mit der künstlichen Intelligenz eintreten und merke es nicht mehr. So schauen wir auch, oder ist die Gefahr, dass wir immer passiver zuschauen, wie alles angeblich immer besser und schöner wird, bis hin zur Abschaffung des Todes. Und dazu gibt es auch eine eigene Partei, die auf Wahlplakaten die Abschaffung des Todes und gigantische Investitionen in die Gesundheit fordert. Unsere Ampelregierung nennt sich Koalition des Fortschritts. Der Fortschritt wird immer bemüht, wenn es um Veränderung geht. Und was ich innerlich dabei höre, ist abschaffen, abschaffen, abschaffen. Canceln nennt man das heute. Das Leben wird zum Kino. Am Ende steht nicht die Abschaffung des Todes, sondern ein millionenfacher Tod der Betrogenen und Verführten. Ein ganz neues Buch, das jetzt vor einer Woche erschienen ist, hat diesen Titel viermal canceln, canceln, canceln und so weiter, ein notwendiger Streit. So treten wir ein in ein Universum von Scheinwelten, die den Einzelnen vergessen lassen, was wahr und echt ist. Seine Aufmerksamkeit, seine Lebensenergie wird auf Dinge gezogen, die ihn von Gott und vom Dienst am Nächsten abhalten. Die Handyfixierung von Jugendlichen, besonders von Jugendlichen, ist eins der Symptome. Die Sprache verstummt.
Die digitale Kompetenz nimmt in einem winzigen Ausschnitt zu, aber die Sprache verstummt und verkommt. Es fliegen die Fäuste, es stechen die Messer, sogar schon unter Kindern. Besonders problematisch ist es, wenn diese technische Entwicklung, wie bei uns, auf ein Volk trifft, das den Untertanengehorsam schon in den Genen hat. Der frühere Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus, schrieb das Buch »Der deutsche Untertan« mit dem Untertitel zunächst »Von der Entwöhnung des eigenen Denkens«. Die Entwöhnung ist ja ein sukzessiver Vorgang. Und in der späteren Auflage ist dann das Ergebnis notiert, »Vom Denken entwöhnt«. Kraus prangert an, dass die Deutschen nicht erst seit wenigen Jahren, sondern bereits seit Jahrzehnten in großen Teilen das selbstständige Denken eingestellt haben und sich lieber anpassen als anzuecken. Kürzlich beschrieb der geschasste Bildredakteur Ralf Schuler mit dem Buch Generation Gleichschritt, wie das Mitlaufen zum Volkssport wurde. Den gleichen Gedanken. Ebenso das Magazin Faktum mit einer seiner letzten Nummern. Eine Zeitschrift, die ich Ihnen sehr empfehlen kann. Einige Exemplare, wurde erwähnt, liegen da hinten zum Mitnehmen auf. Ein erstes Fazit zur Hinführung. Erstens die Wahrscheinlichkeit einer eigenen Meinung. Je mehr Leute das Gleiche wollen, desto schwieriger wird es für den Einzelnen, sich eine abweichende Meinung zu bilden. Alexis de Tocqueville und John Stuart Mill sprachen von der Tyrannei der Mehrheit. Neuere Autoren sprechen von der totalitären Demokratie. Psychologisch kann man es Normopathie nennen. Ja. Sogenannte Faktenchecker, besetzt mit anonymen Leuten, die ein wenig mit Google und Wikipedia umgehen können, sorgen mehr dafür, dass Nachrichten und Social Media auf Regierungslinie gehalten werden, als dass die Vielfalt an wesentlicher Diskussion für die Öffentlichkeit sichtbar wird. Wer abweicht, wird niedergeschrieben. Zweitens, die Kraft zur eigenen Meinung. Der einzelne Mensch kann weder aus der von ihm wahrgenommenen Mehrheitsmeinung noch aus eigenen inneren Quellen die Freiheit zur abweichenden Meinung finden. Er kann sie überhaupt nicht aus innerweltlichen Quellen beziehen. Die Kraft zur abweichenden und wahrheitsgemäßen Meinung wird ihm nur zuteil in einer Norm, die außerhalb seiner selbst, außerhalb der Gesellschaft steht. Das gilt übrigens soziologisch gesehen auch im nichtchristlichen Bereich. Sogar Sokrates brauchte eine solche Norm, die außerhalb von ihm war, um dem Gericht Widerstand leisten zu können. Wer von Gott ist, lesen wir in Johannes 8, der hört Gottes Worte. Ihr hört darum nicht, weil ihr nicht von Gott seid. Wer also von Gott ist, der bekommt die Kraft und die Möglichkeit zur eigenen Meinung über den Tag hinaus und auch gegen seine Umwelt. Damit sind wir bei zweitens biblische Grundlagen zum Thema. Zunächst Allgemeines. An unzähligen Stellen spricht die Bibel von der Unterscheidung von Wahrheit und Lüge. Ja, als Offenbarung Gottes ist es ja die Grundaufgabe der Schrift, Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Es beginnt im Paradies mit dem Reden Gottes. Dieses Reden Gottes legte schon vor den Versprechungen der Schlange die Grundlage dafür, dass Adam und Eva wahr und falsch hätten unterscheiden können. Aber dann geht es weiter mit dem lügenhaften Versprechen der Schlange, mit der lügenhaften Selbstverteidigung von Adam, Eva, später Kain und anderen, die von Gott zurechtgewiesen und gestraft wurden. Dem Noah zeigte Gott seinen Plan an, alles Fleisch auf der Erde zu vertilgen. Und Noah, sagt der Hebräerbrief, sprach der Welt durch seinen Gehorsam das Urteil. Hier geschah Unterscheidung der Geister durch die Kraft Gottes, durch Noah gegen seine Umwelt. Hebräer 11, Vers 7. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses,
als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Katakrino. Krisis steckt da drin. Kata ist eigentlich das Verurteilen. Er hat der Welt sozusagen auch wörtlich das Urteil, ja, ihre Verdammung vorausgesagt, weil sie nicht die Gerechtigkeit gesucht haben, die durch den Glauben kommt. Mose und die Propheten des Alten Testaments sind unablässig damit befasst, dem Volk in einer überreligiösen, ja von Religion verwirrten Umgebung zu zeigen, dass nur der wahre Gott es wert ist, ihm zu vertrauen und dass nur bei ihm wirklich Wahrheit zu erwarten ist. Jesaja schimpft zornig, weh denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus Sauer süß und aus Süß sauer machen. Weh denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug. 2,2, die Grundstelle im ersten Korintherbrief. Die einzige Stelle, die diese Formulierung von der Unterscheidung nicht nur von Wahrheit und Lüge, sondern der Geister erwähnt, ist 1. Korinther 12, 10. Im Kontext zählt Paulus die verschiedenen Gaben des Heiligen Geistes auf, die auf die Gemeindeglieder zwar unterschiedlich verteilt werden, die aber alle das Ziel haben, die Gemeinde nach innen zu stärken und nach außen abzugrenzen. Insbesondere Letzteres ist die Aufgabe der Geisterunterscheidung. Erster Korinther 12. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. So, 1. Korinther 12, 1-11. Alle Christen haben nach diesem Text dieselbe geistliche Grundausstattung, wurzelnd im Bekenntnis, Jesus ist der Herr. Aber im Blick auf die Charismen ist jeder Christ ein Original Gottes und ein Spezialist. Sinnvoll für das Reich Gottes wirken kann ein Christ nur, wenn er in den Leib Christi integriert ist und die Ergänzungen der anderen für sich in Anspruch nehmen kann. Das hält demütig und verbunden. In was für einem Kontext steht die Geisterunterscheidung? Ich nenne mal ein paar vielleicht wohlbekannte, aber doch zu sagen nötige Dinge. Die Gabe, die Geister zu unterscheiden, erscheint im Kontext einer Aufzählung von Gaben, die der Heilige Geist auf die Glieder der Gemeinde verteilt. Verteilt. Dem einen, dem anderen, dem einen, dem anderen, sagt Paulus. Niemand hat alle Gaben auf einmal. Jeder ist darauf angewiesen, dass es andere gibt, die seine Defizite ergänzen können.
Das gilt auch von der Gabe, die Geister zu unterscheiden. Ohne die Einordnung in die Gemeinde, in den Leib Christi, wird durch eine Gabe nicht mehr die Gemeinde erbaut, sondern das eigene Ego. Wenn ich alles beurteilen kann, aber niemand damit diene, werde ich nur stolz und könnte am Ende die Gabe verlieren, weil sie nicht mehr anderen, sondern nur mehr mir selbst dienen soll. Nicht nur von der Gemeinde, sondern vom Heiligen Geist selbst dürfen die Gaben des Geistes nicht getrennt werden. Sie gehen nämlich nicht in die Verfügung des einzelnen Christen über. Auch als Geist, der über die Gemeinde ausgegossen ist, bleibt der Heilige Geist ihr Herr und nicht ihr Knecht. In den Kapiteln 12 bis 14 gibt der Apostel, folgt man dem Exegeten Eckhard Schnabel, 6-mal eine Liste von geistlichen Gaben, um den Reichtum des Gemeindelebens zu illustrieren. Die unterschiedlichen Listen zeigen, dass Paulus keine systematische oder kanonisch abgeschlossene Liste von Gaben vorlegt. Auch können wir die Gaben, die hier zu Beginn erwähnt werden und auf der Folie hervorgehoben sind, Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Offenbarungen und prophetische Rede, nicht eindeutig voneinander abgrenzen. Es gibt hier also keine Liste, die ich dann für mich mit einem Gabentest abhaken könnte. Die ähnlichen Bezeichnungen charakterisieren wohl auch ähnliche oder sogar identische Gaben aus verschiedenen Perspektiven. Und so ähnliche Gaben und Gabenbezeichnungen gab es auch bei dem Messias, den Jesaja 11 uns als begabt mit allen Gaben auf einmal vorführt. Es ist die bekannte Stelle, aus der das Lied "Es ist ein Ruß entsprungen" gezogen ist. Jesaja 11. Und es wird ein Reis, daher das Ruß, hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, und noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Der Messias hat also alle Gaben auf einmal und von ihm wird der Geist ausgesandt auf die Gemeinde und verteilt sich dort in den Gaben. Was vom Messias hier durchs Wort geschieht, nämlich mit dem Stab des Mundes die Gewalttätigen schlagen, mit dem Odem der Lippen den Gottlosen töten, realisiert sich vollständig, wenn das Wort Gottes leibhaftig in dem weißen Reiter von Offenbarung 19 wieder erscheint. Bleiben wir noch bei dieser ersten Gruppe von Gaben. Sie haben alle irgendwie mit dem Wort zu tun. Und das ist wichtig. Registrieren wir bitte, was in der ethischen Diskussion heute oft geleugnet wird. Es darf, ja es muss eine Erkenntnis, eine Weisheit mitgeteilt werden. Ein Wort der Weisheit, ein Wort der Erkenntnis, prophetische Rede. Es ist Wahrheit, die gesagt werden kann. Die menschliche Sprache ist also wahrheitsfähig. Sie ist dafür tauglich, dass wir die Wahrheit bekennen und erfassen. Im engsten Sinne, Jesus ist der Herr. Die Sprache ist, wie Luther sagt, ein Loch im Reich des Teufels. Vor allem natürlich die Sprache, die wir uns von der Heiligen Schrift haben reinigen lassen. Und deswegen ist die Arbeit am Wort, die Arbeit an der Schrift, das tägliche Schriftlesen so unverzichtbar für jeden Gläubigen. Ganz kurz weise ich auf den Sammelband hin zwischen Babel und Jerusalem, in dem ich einiges über dieses Thema entfaltet habe.
Keine philosophische Sprachskepsis kann der Gemeinde den Mund verschließen, sonst würde sie ja von den Pforten der Hölle überwunden. Paulus sagt, ich glaube, darum rede ich. Und David hatte, nachdem er seine Sünde bekannt hat, trotzdem gesagt, ich lasse mir den Mund nicht verbieten, sondern ich will die Sünder deine Wege lehren. Direkt nach dem Bußgebet, Psalm 51, Abvers 15. Hier in 1. Korinther 12 sagt er eingangs, Vers 2, früher zog es euch zu den stummen Götzen. Und das ist sehr alttestamentlich. Psalmen 115, 135, Jeremia 10 und andere Stellen sprechen immer wieder davon, dass diese Götzen stumm waren. Da gab es nichts Gewisses, was gesagt werden konnte. Was es gab, waren Vermutungen, lügnerische Prophetien, Ekstasen, die Sinne mehr benebelten als erhellten. So blieb es bei einem Gruß an die Franken, nix quies war's mir nicht. Aber jetzt wird die Gemeinde erzogen zu einem wahrheitsgemäßen, vollmächtigen Erfassen der geistlichen Wirklichkeit. Und so heißen die ersten Gaben, Gnadengaben eben Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis. Nichts spürt man davon bei Paulus, dass die menschliche Sprache für die große göttliche Wahrheit zu gering wäre. Im Gegenteil, der Apostel ermutigt, sich um gute, passende Worte zu bemühen. Das Erste, was alle Gemeindeglieder, geleitet vom Heiligen Geist, als wahr erfassen, ist dieses heilsnotwendige Jesus ist der Herr. Wer Jesus verflucht, hat den Heiligen Geist nicht. Wer Jesus als Herrn bekennt, der hat den Heiligen Geist. So schlicht ist es. Der Vorgang von Vers 3 ist im Zusammenhang das erste Beispiel für eine Unterscheidung, wer Träger des Heiligen Geistes ist und wer nicht. Diese Unterscheidung ist die Voraussetzung für alles Weitere. Wer das Bekenntnis zum Herr sein und damit zum Gottsein Jesu Christi nicht im Herzen und auf den Lippen trägt, kann auch mit keinem der folgenden Gaben dienen. Ja, kann sie gar nicht bekommen. Jesus ist Herr, ist keine prophetische Einzeläußerung, sondern das Grundbekenntnis jedes Christen. In diesem Sinne haben auch alle Christen den Heiligen Geist. Worin nun manifestiert sich der Geistbesitz der Christen? Wie der Vers sagt, am Bekenntnis zu Christus als Herrn und Gott, zu Christus als dem Gekreuzigten und Auferstandenen, als Versöhner und Vollender, macht sich das Christsein fest. Nicht an einzelnen Gaben, nicht an der prophetischen Rede, schon gar nicht am Sprachengebet oder sonst einem Phänomen, sondern an diesem einen klaren Bekenntnis von Herz und Mund zu dem Kyrios Jesus, Jesus der Herr. Gleichbedeutend, Jesus, Gottes Sohn und Menschensohn, sitzen zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Wie es Jesus selbst vor dem hohen Priester bei seinem Prozess bekannt hat. Vers 4. Es gibt Unterschiedlichkeiten. Die Heiresais von den Charismata, von den Gnadengaben. Die Heiresais sind Verschiedenartigkeiten, Unterschiedlichkeiten oder vielleicht am besten Zuteilungen. Wegen Vers 11, den man hier ganz unten sieht, passt Zuteilung wohl am besten, weil die Heiresais, das Substantiv dort als Verb verwendet wird, dies alles wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Der Geist ist also souverän in der Zuteilung. Darum darf vom Besitz einer Gabe nicht auf die Bedeutung eines einzelnen Christen geschlossen werden. Gaben sind eben freie Geschenke, Gaben Gottes. Was hast du, was du nicht empfangen hast? 1. Korinther 4, 7. Alle Gaben sind prinzipiell gleichwertig, gleichrangig. Vers 4 nennt die Zuteilung von Gaben, das sind hier die blauen Begriffe. Vers 5, die Zuteilung von Diensten, sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und Vers 6, die Zuteilung von Kräften. Energemata, Energien im Deutschen. Verschiedene Kräfte, aber ein Gott.
Diese Begriffe, Gaben, Dienste und Ämter und Kräfte, zeigen verschiedene Aspekte der gleichen Sache. Gaben sind Aufgaben und verpflichten zum Dienst. Dienste haben bestimmte Wirkungen, Energien und sind eingeordnet in die Gemeinde. Wer auch immer die Worte des Apostels las und um seine Gabe wusste, musste seinen Stolz begraben und sich fragen, ob seine Dienstbereitschaft zu seiner Gabe passt. Es geht also nicht um Privatvergnügen, nicht um Prestigegewinn. Wer der Erste sein will, der sei der Diener aller anderen. Die Verse 8 bis 10 bieten den längsten von diesen 6 Charismen-Katalogen. Er enthält 9 Charismen. Die Aufzählung ist nicht vollständig. Sie will mehr veranschaulichen und Beispiele geben, wie die meisten Ausleger festhalten. Und wir haben hier die Einbettung der Geisterunterscheidungsgabe in den Kontext gesehen. Nun wollen wir fragen, was bedeutet die Unterscheidung der Geister inhaltlich? Ich versuche aus dem Text zunächst folgende Definition. Wer die Geister unterscheidet, fällt ein Urteil darüber, ob ein Wort oder eine Sache vom Geist Gottes oder von einem anderen Geist gewirkt ist. Wird der Geist Gottes als Quelle einer Handlung, einer Sache oder Aussage erkannt, so ist diese gut. Wird ein anderer Geist dahinter identifiziert, ist sie böse. Bei der Unterscheidung der Geister geht es also nicht nur um ein Urteil darüber, ob eine Sache oder ein Satz an sich richtig ist, sondern zugleich darüber, welche Mächte dahinter stehen. Denn alle Wahrheit gehört Gott, dem allmächtigen Vater, und alle Lüge gehört dem Satan, dem Vater der Lüge. Geisterunterscheidung ist also notwendig, weil auch der Teufel die Schrift kennt und weil er sich als Engel des Lichts verstellt und Wunder tut. Ein Paradebeispiel findet sich bei Paulus kurz vorher, 1. Korinther 10. Aber ich lese schon ab Vers 18. Seht an, dass Israel nach dem Fleisch, welche die Opfer essen, stehen die nicht in der Gemeinschaft des Altars? Was will ich nun damit sagen? Dass das Götzenopfer etwas sei? Oder dass der Götze etwas sei? Nein, sondern was man da opfert, das opfert man den bösen Geistern und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der bösen Geister seid. Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der bösen Geister. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der bösen Geister. Oder wollen wir den Herrn herausfordern? Sind wir stärker als er? Wie schön tritt hier die Sorge des Hirten um seine Gemeinde heraus. Die Sorge zum einen dafür, dass die Schafe das richtige Verständnis der Dinge haben, zum anderen dafür, dass sie nicht in den Machtbereich anderer Götter eintreten. Das gleiche Anliegen verfolgt auch 1. Korinther 6. Ich lese 15 folgende. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, wer sich an die Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr. Denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Flieht die Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Auch hier sehen wir sehr schön, dass hier nicht nur einfach richtig und falsch, ethisch verwerfliches Handeln von gutem Handeln unterschieden wird, sondern auf die dahinterstehenden Machtbereiche hingewiesen wird. Wer sich in Unzucht begibt, verfällt auch einem anderen Herrn. Aber wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Es
Sich in Unzucht zu begeben, egal ob leiblich oder nur geistig oder visuell, bedeutet den Heiligen Geist betrüben und sich für den Geist des Gegenspielers öffnen. Carl Truman in diesem ausgezeichneten Buch, Der Siegeszug des modernen Selbst, bezeichnet entsprechend die Pornografie als das größte Todeswerk der gegenwärtigen Kultur oder besser gesagt der gegenwärtigen Antikultur, die vom Canceln lebt. So ist meine These hierzu: den Machtbereich einer Sache erkennen, in den ich oder die Gemeinde eintrete. Das ist eine gewaltige Verantwortung. Und nur wer Christus mit Herz und Mund als Herrn kennt und bekennt, der sich nährt und schärft am Wort Gottes, der bekommt auch ein Gespür dafür, wo gegebenenfalls der Machtbereich der Dämonen und des Antichristen betreten wird. Stellen wir nur noch drei Beobachtungen zum Text an, die je wieder auf andere biblische Zeugnisse weiterführen. Ich nenne zunächst den Plural hier in der Bezeichnung. Im roten Text haben Sie die Mehrzahl. Paulus spricht nämlich von den Unterscheidungen der Geister. Das Urteil, ob etwas Gott gewirkt ist oder nicht, muss immer wieder gefällt werden. Und ich spreche da, liebe Freunde, bewusst von einem Urteil, das der Gemeinde oder den dort Geistbegabten und Beauftragten übergeben ist. Es muss geurteilt werden. Es geht aber nicht um das Verdammen, das die Bergpredigt untersagt, wo Jesus sagt: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Es geht vielmehr um ein Urteilen, das der Geist Gottes der Gemeinde schenkt und das sie, geleitet vom geschriebenen Wort Gottes, immer wieder vollziehen muss, um ihre Identität aufrechtzuerhalten. Tut sie es nicht, macht sie alle Katzen grau. Wird alles ebenso gleichgültig, ist alles gleichgültig. Die behauptete Buntheit der Regenbogenvertreter ist im Grunde nur ein graues Einerlei. Jesus fordert ja gerade dazu auf, Johannes 7, 24, richtet nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern richtet gerecht. Richtet, er fordert dazu auf. Und schon Zacharia hatte gesagt, rede einer mit dem anderen Wahrheit und richtet wahrhaftig und recht. Zacharia 8, 16. Noch eine Beobachtung. Die Stellung im Kontext nach der Gabe der Prophetie. Die Gabe der Unterscheidungen der Geister nennt Paulus direkt nach der Gabe der Prophetie. Er macht damit deutlich, dass ein prophetisches Wort, wie Schnabel sagt, nie verabsolutiert werden darf. Und ein Prophet als Person schon gar nicht. Prophetie ist nicht Sache eines einzelnen Christen, der anderen sagt, was sie zu tun und zu lassen haben, sondern Sache und Auftrag der Gemeinde. Die Anweisung in 1. Korinther 14, 29, dass prophetische Botschaften von anderen Christen in der Gemeinde geprüft werden müssen, zeigt, dass die Mitteilungen urchristlicher Propheten fehlerhaft oder problematisch sein können. Ein drittes, wer das Urteilen vollziehen soll. Wie schon gesagt, ist die Gemeinde der Ort, in der das rechte Urteilen stattfinden muss. Denn nur die Gläubigen kennen die Stimme des guten Hirten. Der Stimme des Mietlings folgen nur die, die keinen festen Glauben haben, sondern sich gerne einschmeicheln und verführen lassen. Ein Kind, das wohl erzogen ist, weiß, wenn mich ein Fremder in sein Auto einlädt, dann steige ich auch dann nicht ein, wenn das Wetter nass und kalt ist und die angebotenen Süßigkeiten verlockend sind. Aber wenn der Papa mich abholt, dann springe ich von Herzen gern hinein. Es ist also eine große Verantwortung auf der Lehre, die in einer Gemeinde geschieht. Für alle, die jung sind im Glauben, ist die heilsame Lehre das Lebenselixier. Für junge Leute ist unsere Lehre oft Wegweisung, nicht Wegweisung, Wegweisung für viele, viele Jahre.
herzliche Einladung zum Seminar Gesunde Lehre für Kinder. An dem Beispiel vom Kind sieht man auch, je intensiver ein Gemeindehirte seine Schafe in die Heilige Schrift einführen kann, desto weniger Einzelberatungen sind nötig. Je schriftgemäßer die Theologie ist, desto heiliger das Leben und umgekehrt. Das Beispiel zeigt außerdem, dass, wie schon gesagt, nicht jeder die Gabe der Geisterunterscheidung besitzt. Wir sind aufeinander angewiesen, besonders auf Hirten und Lehrer. Prüft die Geister. 2,3, die Ermahnung des ersten Johannesbriefs. Ich lese aus 1. Johannes 4. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Tapneumata. Denn viele falsche Propheten sind hinausgegangen in die Welt. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde. Und er ist jetzt schon in der Welt. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt. Darum reden sie, wie die Welt redet und die Welt hört sie. Wir sind von Gott. Und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Die Lehren der Apostel Johannes und Paulus vom Prüfen sind sehr ähnlich. Ich nenne 4 Ähnlichkeiten. Erstens, wie im 1. Korintherbrief, so tauchen auch im 1. Johannesbrief im Kontext des Prüfens der Geister Propheten auf. Diese müssen geprüft werden. Das Problem ist weniger, dass es zu wenig Prophetie gegeben hätte, sondern dass zu wenig geprüft wurde. Zweitens, wie im Römerbrief entsteht erst durch das Prüfen der Geister das Gegenüber von Gemeinde und Welt. Es entsteht und wird darin deutlich. Römer 12 hatten wir, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch oder werdet verändert durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wer sich der Welt gleichstellt, hat mit dem Prüfen schon aufgehört, ja wird selbst zur Welt. Eine dritte Ähnlichkeit ist der Ansatz beim Christusbekenntnis. Paulus hatte geschrieben, dass niemand Jesus den Herrn, das heißt Gott, heißen kann, außer durch den Heiligen Geist. Bei Johannes ist es das Bekenntnis zu dem von Gott kommenden, Mensch, Fleisch gewordenen Sohn Gottes. Wer die Menschwerdung Gottes leugnet, ist vom Geist des Antichristen getrieben. Wieder zeigt sich die klare Unterscheidung der Geister und Mächte, die hinter den Aussagen über Christus stehen. Ein vierter Vergleichspunkt ist der Antichrist, den Paulus nicht im 1. Korintherbrief, aber im 2. Thessalonicher als endzeitliche Gestalt erwähnt. Für die Johannesbriefe nun ist der Antichrist eine gegenwärtige Macht, erkennbar an der falschen Lehre über Christus. 1. Johannes 2, 22. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. In unserem Text hatten wir schon gehört davon und dazu tritt noch 2. Johannes 7. Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Unterscheidung der Geister nach dem Apostel Johannes heißt also wie bei Paulus, ein Urteil über die Macht zu fällen, die hinter einer Lehre steckt. Im Grunde muss die Gemeinde das gegenüber jeder Predigt tun. Hört sie hier die Stimme ihres guten Hirten oder hört sie die Stimme des Vaters, der Lüge und des Todes? Das sind nämlich die Hauptkennzeichen des antichristlichen Wirkens, Lüge und Mord. Und die Hauptkennzeichen des christlichen Wirkens nach dem Ich-Bin-Wort Jesu, Wahrheit und Leben. Der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus, 1. Johannes 14,6.
Er ist der Erzhirte des Lebens. 1. Petrus 5. Und im 1. Johannesbrief, Jesus ist das Leben. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wahrheit und Lüge auf der Seite des Teufels. Entschuldigung, Lüge und Mord auf der Seite des Teufels. Wahrheit und Leben auf der Seite Christi. Auch Paulus verknüpft das Wort Gottes bzw. das Evangelium und sein eigenes Lehren, weil er durchs Wort diese Wahrheit zur Gemeinde kommt, aufs Engste mit Christus und dem Leben. Im 2. Timotheus 1 sagt er, Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen, also das Morden überwunden, und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium, die Wahrheit, für das ich eingesetzt bin als Prediger und Apostel und Lehrer. Aus diesem Grund ist der Einbruch des Antichristen in die Lehre so gefährlich. Wenn die Lehre, das Evangelium, nicht mehr das biblische Evangelium, sondern ein anderes geworden ist, verlieren wir auch das Leben. Und das beobachten wir auf allen Ebenen. Von der Abtreibung über die Propagierung der Geschlechtsumwandlungen bis hin zur Kriegstreiberei. Mit der Lüge verlieren wir das Leben. Mit der Wahrheit des Evangeliums gewinnen wir das Leben. Der Kampf tobt. Und die Mahnung Jesu zur Wachsamkeit gilt heute wie zu allen Zeiten. Wachen wir doch auf. Schulen wir uns am Wort Gottes, Wahrheit und Lüge, den Geist des Antichristen vom Geist Christi zu unterscheiden. Der Kampf tobt seit dem Sündenfall und hat an Heftigkeit durch die Menschwerdung Christi, durch die Ausbreitung des Evangeliums nur zugenommen. Der Teufel weiß, dass er wenig Zeit hat. Schon als Herodes der Große von der Geburt des Weltenheilands erfuhr, griff er zu den Mitteln des Antichrists. Zu Lüge, er belog die Weisen aus dem Morgenland, und zum Mord, der Kindermord von Bethlehem, um den Christus zu verhindern. Lüge und Mord begegnen auch heute in allen möglichen Gestalten. Sie sind bezeichnend für die großen Einzelgestalten, in denen der Antichrist zu erkennen ist. Der Mensch der Gesetzlosigkeit aus dem 2. Thessalonicher Brief, das Scheusal der Verwüstung aus den Endzeitreden Jesu, Markus 13, die Tiere von Offenbarung 13, die große Hure von Offenbarung 17 und die teuflischen Heerführer von Offenbarung 20. Immer geht es um Lüge und Mord. Luther hat bekanntlich wegen Lüge und Mord im Papsttum, das die Boten des Evangeliums und der reformatorischen Lehre blutig verfolgte, im Papst den Antichristen am Wirken gesehen. Soweit Lüge und Mord vollzogen werden, hat er auch nach wie vor meines Erachtens seine Berechtigung. George Orwells Roman 1984, der heute teilweise selbst gecancelt wird, bietet die eindrucksvolle Anti-Utopie eines Staates, der die antichristlichen Prinzipien von Lüge und Mord vollkommen verwirklicht. Der Wille der Supermacht ist verkörpert im großen Bruder, dessen Bild überall präsent ist, wie die Bilder der Diktatoren in Deutschland, Russland und China überall hängen mussten. Und er sieht dich überall, durch das Teleauge, das zur Bespitzelung aller in Wohnungen und Büros installiert ist, das wir heute potenziell in unseren Taschen mit uns nehmen. Der große Bruder ist der allgegenwärtige und allwissende Mensch, der Antichrist in Reinkultur. So interpretiert Gustav Stählin den Roman George Orwells. Im Reich des großen Bruders wird alles wahrhaft Menschliche, Freiheit, Wahrheit und Recht, ins Gegenteil verkehrt. Unrecht wird als Recht deklariert. Ein totales Lügensystem muss die Wahrheit darstellen. Das sogenannte Wahrheitsministerium schreibt den Verlauf der Geschichte je nach dem Tagesbedürfnis der Regierung neu. Wer hier mitarbeitet, dessen individuelle Persönlichkeit muss ausgelöscht werden. Und es ist unvermeidlich, dass
verborgene innere Auflehnung bereits mit antichristlichen Mitteln aufgedeckt wird. Ich musste vor kurzem daran denken, als eine Beterin vor einer gerade eigentlich geschlossenen Abtreibungsklinik verhaftet wurde, weil sie dort ins Gebet versunken erschien und genau befragt wurde, was sie da gerade getan hat. Lassen Sie mich die Ermahnung des Apostels Johannes in 4 Punkten zusammenfassen. Johannes spricht erstens von der Notwendigkeit der Prüfung. Denn es sind viele falsche Propheten hinausgegangen, also innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Und sie verwirren die Welt und die Gemeinde. Das Prüfen ist eine zentrale Aufgabe der Gemeinde. Besonders aber der Hirten und Lehrer. Besonders derer, die sich am meisten mit der Schrift oder Theologie befasst haben. Wenn die es nicht tun, dann tragen sie eine Verantwortung, die Jesus in Matthäus 18 so benannt hat: Wer einen dieser Kleinen verführt und zum Abfall verführt, dem wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gehängt würde und er ins Meer gestoßen wäre. Das Prüfen ist also die zentrale Aufgabe der Gemeinde, besonders der Hirten und Lehrer, die die Gemeinde vor Spaltung und Glaubensverlust schützen sollen. Johannes spricht zweitens von den Kriterien der Prüfung, allerdings sehr knapp. Er nennt, wie erwähnt, das Christusbekenntnis. Petrus hatte als Kriterium auch das Christusbekenntnis genannt in Apostelgeschichte 4. Es ist in keinem anderen das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Den ins Fleisch gekommenen Sohn Gottes haben wir aber nicht anfassbar, direkt und anschaulich. Er ist uns gegenwärtig im Wort der Propheten und Apostel. Und durch dieses Wort hindurch kommt der Heilige Geist zu uns und befähigt zu den Gaben, auch zur Prüfung. Kriterium der Prüfung ist die Heilige Schrift. Der Geist kommt aus der Schrift und führt, wie die Pfingstpredigt des Petrus zeigt, auch wieder in die Schrift. Je besser man sie kennt, desto leichter ist die Geisterunterscheidung. Denken wir an Epheser 6, das Schwert des Geistes. Johannes gibt uns drittens die Verheißung der Prüfung. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Wer auf dem Boden der Propheten und Apostel prüft, darf wissen, auch wenn die Geister, die dem Glauben feindlich sind, äußerlich die Oberhand behalten, ja, andere töten oder zum Abfall verführen, so ist der Kampf der Geister doch bereits entschieden. Als Adolf Schlatter im Jahr 1893 nach Berlin berufen wurde, um gegenüber dem dort herrschenden theologischen Liberalismus die biblische Position zu vertreten, sah er der Aufgabe mit großem Bangen entgegen. Aber dieses, der in euch ist, der ist größer als der, der in der Welt ist, war ihm die entscheidende Hilfe. Bei aller Bescheidenheit sagt Johannes, Sie, die anderen, sind von der Welt. Wir sind von Gott. Der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Der Sieg ist unser. Darum dürfen wir frisch und mutig die Sprache, die die Schrift uns gibt, nutzen, um Wahrheit und Lüge, Mord und Leben und die dahinterstehenden Geister zu kennzeichnen. Johannes ermahnt viertens zur rechten Haltung der Prüfung. Augustinus' doppelte Devise lautete: Hass dem Irrtum, aber liebe den Irrenden. Hass dem Irrtum, liebe den Irrenden. Beide Teile gilt es zu beachten. Wenn uns zum Beispiel vorgeworfen wird, Kritik am homosexuellen Verhalten verletze die Würde der homosexuellen Person, so müssen wir standhaft den Unterschied zwischen Person und Verhalten bewahren. Denn erst in diesem Unterschied liegt begründet, dass Gott zwischen dem Sünder und seiner Sünde einen Unterschied machen kann, dass er uns von unserer Sünde trennt und sie auf Christus legt. Und so dürfen wir auch im moralisch-ethischen Urteil zwischen der Person und dem Verhalten, beispielsweise zwischen der Homosexualität und dem Homosexuellen,
und seiner Würde unterscheiden. Gott sieht uns durch Christus an. Und so durch Christus wollen wir auch den Nächsten ansehen, wie auch immer er sich verhält. Drittens und letztens, zeitkritische Anwendung. Das Unterscheiden ist Gabe und Auftrag an die Gemeinde, den sie in ihrem Zeugnis nach innen und außen zu erfüllen hat. Das ist nicht nur in der Gegenwart so. Das war schon immer so, liebe Freunde. Kennen wir noch die Bekenntnisschriften? Hier die Ausgabe, die letzte Ausgabe der Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche. Hier der erste Band der reformierten Bekenntnisschriften. Oder die Ausgabe der katholischen normierenden Glaubenszeugnisse. Es ging in der Kirchengeschichte nie ohne Prüfen ab. Das Ergebnis des Prüfvorgangs war immer ein Bekenntnis, das zwischen rechter und falscher Lehre unterschieden hat. Noch im 20. Jahrhundert die Barmer theologische Erklärung wies den Staat in seine Schranken und sagte, was der Staat darf und was er nicht darf. Oder die Zeitschrift Diakrisis, die das Wort, das griechische Wort für Unterscheidung im Titel trägt. Immer war es Aufgabe der Gemeinde. Nehmen wir es noch wahr? Seit dem 19. Jahrhundert hat sich nämlich eine ganz neue Lage entwickelt. Man erhebt jetzt das Nichtbekenntnis zur Tugend und meint, durch eine religiöse Diffusität könnte man zum sozialen Frieden beitragen. Damit man die Religionskriege überwindet, meint man, man müsste die Bekenntnisse relativieren. Aber das war nicht die Lösung am Ende des 30-jährigen Krieges und wird auch heute nicht die Lösung sein. Nicht der Agnostizismus, nicht dieses »Ich weiß, dass ich nichts weiß« wurde beim Westfälischen Frieden aufs Banner gehoben, sondern der soziale Friede wurde gerade trotz fortbestehender, tiefgreifender Unterschiede erstrebt. Lesen wir einen Auszug aus dem Perspektivpapier der Evangelischen Kirche von Hessen-Nassau, 1992. Also schon 31 Jahre ist dieses Papier alt, aber es liest sich noch ziemlich postmodern. Zitat, wir müssen es konstatieren, dass im Zuge des Differenzierungsschubs, also der Aufgliederung der Gesellschaft, ein einheitlich formulierbares Selbstverständnis der Kirche, dass es das nicht gibt und auf absehbare Zeit auch nicht geben kann. Wir verstehen die Pluralität unterschiedlich geprägter Verständnisse von christlichem Glauben und Kirche, dabei nicht als Nachteil oder gar als Beleg für den Niedergang, sondern als Ausdruck des Reichtums und der Vielfalt, der Mannigfaltigkeit der Lebenssituation und der sich abzeichnenden kulturellen Ausdifferenzierungen der Gesellschaft entspricht. Ist also die Welt pluraler geworden, so soll die Kirche auch pluraler werden. Pluralität nicht als Niedergang oder Nachteil, sondern als Vorteil. Man fragt sich eigentlich, warum die Kirchen dann nicht voll sind. Ja. Wie schon gesagt, ein wohlerzogenes Kind weiß, dass es nicht zu einem Fremden ins Auto steigen soll, selbst wenn es draußen kalt und nass sind und die Süßigkeiten verlockend sind. Aber unsere liberalen Kirchenleitungen haben sich von Fremden mitnehmen lassen. Und sie sitzen jetzt in einem anderen Fahrzeug. Die Süßigkeiten, die winkten, waren die gesellschaftliche Anerkennung, ein wenig gebraucht zu werden, mitzuhelfen beim sozialen Kit, ein wenig mitzuhelfen mit Diakonie und Kindergärten und so weiter. Die Schweizer reformierten Kirchen haben die Bekenntnisverpflichtung ihrer Pfarrer schon im 19. Jahrhundert aufgehoben. Hierzulande wird man etwas verschämt, zwar noch auf ein lutherisches oder reformiertes Bekenntnis ordiniert, aber es spielt in der Unterweisung oder in einem Lehrzuchtverfahren nirgends eine Rolle. Selbst
Selbst fromme Theologiestudenten realisieren erst im Studium, aus was für einer Landeskirche sie eigentlich stammen, weil in Familie und Religionsunterricht sowohl die Bibel als auch das Profil der eigenen Kirche ihren zentralen Platz verloren haben. Was tritt an die Stelle des Bekenntnisses? Die Kirchen folgen mal romantischen, mal rationalistischen Philosophien und Zivilreligionen, mal einem Existenzialismus, mal einem woken Postmodernismus, mal einem tiefen psychologischen, mal einem befreiungstheologischen Jesus, meist im Namen des Fortschritts. Ob die altgewordenen Kirchen noch einmal aufwachen? Soeben wurde den Organisationen Aktion Lebensrecht für alle, Kaleb und Hilfe zum Leben der Zugang zum Nürnberger Kirchentag verwehrt, wo sie auf dem Markt der Möglichkeiten ihre Arbeit vorstellen wollten. Man sieht, alles Mögliche ist möglich, wird jedenfalls behauptet. Aber die Wahrheit ist, was politisch nicht korrekt ist, wird gecancelt. Der Markt der Möglichkeiten beim Kirchentag ist die fleischgewordene Ablehnung eines von der Bibel geleiteten Prüfens und ersetzt durch ein fremdbestimmtes Prüfen. Man ist in ein anderes Fahrzeug gestiegen. Die westliche Christenheit ist überaus vorsichtig geworden mit dem eigenständigen Unterscheiden und Urteilen. Man fürchtet einen Richtgeist oder spricht gar von Hass und Hetze bei denen, die ein klares Urteil sagen. Hassrede oder Hate Speech. Micha 2,6 klingt ganz aktuell. Geifert nicht, geifern sie. Mit Hassrede wird Hass und Hetze bekämpft. Anstatt vom Wort Gottes her Stellung zu beziehen, haben sich die liberalen Kirchen angewöhnt, das Nichturteilen zur Tugend zu erklären. Natürlich besonders in ethischen Fragen und das Urteilen der säkularen Umgebung zu überlassen. Eine Schneise der ethischen Verwüstung ist so durch Gemeinden und Kirchen gepflügt worden. Das Urteil der Christen und mittelbar der ganzen Gesellschaft ist praktisch in allen Feldern des sozialen Lebens unsicher, schwammig, ja ins Gegenteil verkehrt worden. Die Beispiele von Abtreibung, Ehe, Familie, Sexualität stehen vor Augen. Parallel auch die klare Lehre von Christus als dem einzigen Erlöser, als dem Herrn und Gott, von seiner Wiederkunft, vom letzten Gericht, seiner Alleinmittlerschaft zur Erlösung und so weiter. Es scheint, es gäbe kaum noch Menschen, die die genannte Sorge des Paulus und Johannes mittragen. Doch der Schein trügt. Es gibt sie noch. Ich möchte jetzt nicht groß selbstbewusst auf den Gemeindehilfsbund hinweisen. Natürlich zählen wir uns dazu, aber es gibt auch andere Gruppen wie Walter Künnet, der beim 20-jährigen Jubiläumskonvent der Bekennenden Gemeinschaft feststellte, und das war 1989, innerhalb dieser 20 Jahre wurde erschreckend deutlich, wir haben es mit einem Totalausfall des Charismas der Geistesunterscheidung zu tun. Dieses kardinale Defizit unserer Kirche ist der Quellgrund der Lähmung in der Erkenntnis und in der Abwehr aller dieser Gefahren. Es ist die tiefste Ursache jeglicher kirchlichen Selbstzerstörung. So die Bedeutung, die Professor Walter Künnet, der schon verstorben ist, aber der auch das Dritte Reich noch in der bekennenden Kirche miterlebt hat. Das Urteil dieses verdienten Theologen aus Erlangen. Ich schließe mit 5 konkreten Testfragen zur Unterscheidung der Geister. Erstens. Nehme ich bei dem zu prüfenden Geist, Sache oder Menschen Beugung vor dem heiligen Gott oder Erhöhung des Menschen wahr? Überführt der redende Geist, wie das die wahren Propheten und Erweckungsprediger taten, die Hörer von Sünde und Schuld, wie Johannes 20, Apostelgeschichte 2 geschieht, und führt es zum Glauben ans Evangelium? Oder wird ein sinnenfälliger Machtzuwachs, eine körperliche Heilung, oder eine Hochstimmung verheißen und vermittelt, wie das in der Pfingstbewegung so häufig zu beobachten ist. Zweitens, eine ganz wichtige Frage. Hat das Wort Gottes eine zentrale Stellung? Und das ist nach einer sachlichen und nach einer existenziellen Seite zu bestimmen. Die sachliche Seite
Stimmt die Äußerung des Geistes mit den Worten der Bibel überein? Oder setzt dieser Geist sich neben sie, geht über sie hinaus, führt er zu einer Neudeutung? Und auch existenziell, welche Wirkung, Energemata, Energien, gehen von diesem Menschen oder Geist aus? Wird Liebe zum Wort Gottes vermittelt oder geschieht eine Ermächtigung und Emanzipation des Hörers als religiös, selbstbewusstes, religiös eigeninitiatives Subjekt? Drittens, wird die Einheit in der Wahrheit gefördert oder die Wahrheit in der Einheit gesucht? Verweist der angeblich redende Geist die Christen als Glieder an die Gemeinde und bestätigt deren geistliche Einheit zu allen Zeiten und Orten? Oder treibt er in Absonderung und Sektengründung? Und viertens, sind schon Früchte erkennbar? An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Man kann auch, nach allem, was wir jetzt gelernt haben, sagen, auch an ihrem Bekenntnis, an ihren Worten, sollt ihr eine Lehre erkennen. Manchmal sind die Früchte leicht abschätzbar. Die Früchte der Pornografie sind Bindungsunfähigkeit, Auflösung von Ehen und Familien. Die Früchte der LGBTQ-Kindergärten sind gebrochene Schamgrenzen und verletzte Kinderseelen und so weiter und so weiter. Manchmal dauert es eben etwas länger bei der Prüfung. Fünftens, der Umgang mit der Sprache. Werden die Lippen geheiligt? Ich erinnere nochmal an Jesaja. Jesaja 5,20. Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. Konkret gefragt, werden die zentralen ethischen Begriffe, wie Liebe, Gerechtigkeit und Friede, von der Schrift her bestimmt und gefüllt? Oder werden sie fremdbestimmt und, wie in unserer Zeit üblich, nur noch horizontal, ohne Gott gefüllt, ohne an Christus zu lernen, was Liebe, Friede, Gerechtigkeit ist? Der Umgang mit der Sprache ist keine Kleinigkeit. Liebe ist zum Schlagwort geworden, mit dem die Gebote erschlagen werden. Gerhard Meyer schreibt im Matthäus-Kommentar, die Inflation des Wortes Liebe ist schon ein Indiz für ihr Erkalten. Matthäus 24, 12. Wenn die Ungerechtigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Oder bei Gerechtigkeit. Sie wird reduziert auf die gleichmäßige Verteilung von Gütern und Machtpositionen. Wo doch der Heilige Geist auch ein ungleichmäßiges Verteilen liebt. Friede wird von Christus gelöst, auf das Diesseits und sozialen Ausgleich reduziert. Die innerweltlichen Utopien treten an die Stelle der biblischen Reich-Gottes-Botschaft und bringen uns, wie Peter Beierhaus 1989 schrieb, in das Magnetfeld des kommenden Antichristen. Der russische Philosoph Wladimir Solowjew hat es in seiner kurzen Erzählung vom Antichristen schon 1899 beschrieben. Wer sich aber die zentralen biblischen Begriffe von der heute machtvollen Zivilreligion aus der Hand nehmen lässt und sie nur noch sozial oder nur noch von außen und nicht von der Schrift füllen lässt, der wird auch nicht merken, wenn falsche Christusse und falsche Propheten den Namen des Herrn Jesus, diesen kostbaren, allein selig machenden Namen, für ihre Zwecke in Anspruch nehmen. Ohne die Unterscheidung der Geister verfällt die Gemeinde dem Antichristen und wird zur Hure Babel. Möge der Herr die Gabe der Diakrisis heute ganz neu zum Blühen und Leuchten bringen. Das Ergebnis der Prüfung über die Geister, dreieiniger Gott oder Teufel, begegnet uns also der göttliche Herr oder etwas einfach Faszinierendes, Schillerndes, wird die Person und das Werk Jesu, der Kyrios, verherrlicht, der ins Fleisch gekommen ist? Oder steht der angeblich redende Geist selbst im Mittelpunkt des Interesses? Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.